Hallo und herzlich willkommen zu Sky Factory Extreme. Heute wollten wir das hier alles automatisieren. Ich habe jetzt nicht den Boden abgesenkt. Ich werde jetzt einfach weitermachen und das alles automatisieren. Und dafür brauchen wir ja dann Redstone. So, mal schauen. Das haben wir nicht. Außen Iron Staff Match und compressed das. Ach so, das ist jetzt das Heavy Sieb. Da haben wir's. Iron oder Diamant? Iron haben wir auch noch nicht. Also fangen wir jetzt erstmal an, uns Iron Siebs zu machen. Wir haben ja jetzt hier schon angefangen, Flint Siebs. Daraus kriegt man ja auch ein paar andere Sachen und jetzt mal gucken, wie viel Eisen wir haben. Wohl eher nicht genug. War ja klar, überrascht mich nicht. Aber wir haben ja auch noch ein bisschen Sand zum Beispiel. Sand. Was kriegt man denn alles aus dem Sand raus, wenn wir den jetzt hier... Kriege ich Kaktus, aus dem Flint kriege ich Kaktus und Kakaobohnen. Naja, und ein paar andere Sachen, die ich vielleicht später brauche. Weiter, gucken wir mal. Dust, da kriege ich Knochenmehl. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Gebrochener schwarzer Quarz und Schwarzpulver. Kannst du Rüstung draus machen. Naja, das machen wir vielleicht auch später. Und aus Kies, Sieb, Flint. Schön und gut. Flint. Flint wäre sogar besser für als Stein. Lapilatius. Das wäre interessant. Lapilatius wäre schon mal ein bisschen interessanter wieder in dem Sinne. Aber auch jetzt, sagen wir mal so, für meine Zwecke auch noch ungeeignet. So, na dann spielt es ja keine Rolle. Dann kann ich jetzt auch meinen ganzen Sand hier nehmen und einfach durchjagen. Oder? Machen wir das draus. Sand oder das? Dass man aus dem Eisensieb dann schon wieder übelst andere Sachen rauskriegt, ey, sau mal, ja. Ach, wir haben das jetzt einfach da durch. Wir haben ja nicht alles gebraucht für... Da kriegt man auf jeden Fall ein paar Kaktüse. Ich weiß ja nicht, für was ich die Kaktusse verwenden soll. Ah, super. Das letzte bisschen hat gar nicht gebracht. Wir brauchen... Ich kann ja erstmal ein String machen. Da brauche ich nicht alles durchzujucken. Genau. Wir machen mal ein String. Also. Mesh. Oh Gott. String.
vor. Zack, 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 zack. Das dauert aber das Durchsieben länger, aber wir kriegen ja auch wieder Eisen raus aus den Sachen und deswegen stört es ja eigentlich nicht. Dadurch kriegen wir ja das auch dann hin. So, und da haben wir unser erstes Iron Stiff Nash. So, wir machen aber dadurch, ich habe genug Holz, also von daher, wir können das alles aus Holz machen, weil, also neue Siebe machen, weil, ob ich jetzt neue Siebe mache oder jedes Mal wechsel, wenn ich an diesen Sieben dran, oh, dass das nicht funktioniert mehr so richtig. Schon mal 9 machen. Und außerdem finde ich diese, du brauchst ab und zu mal auch Low-Sachen. Zum Beispiel kriege ich aus Flint ganz andere Sachen raus als das normale. Und aus Iron kriege ich auch wieder was anderes raus. Also von daher. Zack. So, und jetzt machen wir alles zu Dust, was übrig ist. Nehmen wir wieder unseren Compressed Hammer. Da hat es schon wieder nichts funktioniert. Schön. Super, geil. Ich hasse das. Kann man das irgendwie abstellen, dass das mal wieder funktioniert? Oder ist das ein Allgemeinbug? Oder was weiß ich? Es nervt auf jeden Fall ein bisschen. Oh, guck mal. Wir haben Kaktus und Kakao. Das ist doch eher was für hier. Unser Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Da ist er. Und zack, 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 zack. Krieg ich jetzt wirklich auch Eisen hier raus? Ja, gut. Ach nee, warte. Iron? Ja, man kriegt Eisen raus und Redstone. Also total. Los geht's. Ach, das kann dauern. Das machen wir auch mal einen Zeitraffer. Also bis gleich.
Ja, wir bauen ja jetzt erstmal. Das kommt hier rein, das. Und das nehmen wir doch wieder raus. Und das da. Zack. Jupp. So ist doch schon mal schön. Jetzt nehmen wir das und jagen das durch den Öfen. Durch den Öfen. Da wieder rein. Sehr schön. So, jetzt machen wir erstmal einen Trichter. Naja, hätte ein bisschen mehr sein können alles. Viel zu hohe Erwartung. Hoch, was gibt's denn hier? Minikisten oder was? Sehr schön. So, duck. Oh, siehst du? Wir haben sogar noch. Ich habe schon wieder vergessen, mein Handy auszumachen. Oh, das ist wieder. Und dann brauchen wir schon. Wir brauchen ganz normalen, stinknormalen Stein. Fuck. Ja, das reicht ja. Wir wollen weitermachen. Zuck. Wo ist er? Da und da. Und da haben wir unseren ersten Blockbreaker. Ich darf mal nicht vergessen, ich muss das Ding auch irgendwie drehen können. Dafür gibt's, glaube ich, diesen komischen Hammer. Das hatte ich mir schon mal rausgeguckt. Bei anderen Mods. Oh, jetzt geht mir aber da irgendjemand wieder. Sorry wegen den abrupten Stopp, aber das mit dem Handy war doch relativ wichtig. So, jetzt geht's natürlich weiter. Ja, wir haben jetzt den Autobreaker und wir haben den Hammer. Und dann machen wir unseren ersten. Und das ist natürlich falsch rum. Ja, das ist doch schon mal schön. Jetzt bräuchte man noch ein, weiß ich gerade gar nicht, habe ich genug Eisen? So, das. Weil ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob das so funktioniert, weil da sammelt sich der Stein. Aber Moment mal, wenn das wirklich hier so links und rechts daneben geht, könnten wir eine Etage tiefer gehen. Uah, das wird wieder gefährlich. Uah, ich sehe es schon kommen. Ich fall runter. Ich glaube, ich könnte was zu essen vertragen. Ja, geil. Ich fühle mich schon viel satter. So. Jetzt brauchen wir natürlich wieder Stein. Sehr viel Stein. Zack, zack, zack. Was wäre denn jetzt eine optimale Höhle? Höher. Machen wir hier und es regnet! WTF! Es regnet.
Das ist natürlich clever von oben, weil ich habe keinen Plan, wo das jetzt gerade unten ist. Ich darf nur nicht ertrinken. Ach, zu hoch. Shit. Das wäre Nummer 1. Natürlich hätte ich auch die Tropfen mir angucken können, da hätte ich es doch auch gewusst, aber ja gut, zu spät. So konnte ich wenigstens schon mal ein bisschen Cobblestone abgrasen. Mich nicht. Das mit den Regen ist echt nervig gerade ein bisschen. Es ist halt nur blöd, dass es auch manchmal hier oben rauskommt und nicht da unten nur. Ach so, wir haben ja nur einen Trichter. Ach, ich hält. So. Da fehlt sogar noch eins. Ach Quatsch. So. Oh, das mit den Regen ist jetzt echt nervig. Scheiße. Dann brauchen wir ja halt wieder Eisen. Sehe ich das richtig? Ach doch, obwohl, drei Eisen habe ich ja noch. Aber ich brauche sechs. Sehe ich das richtig? Und ich habe nichts mehr zum Durchsieben. Aber wir haben ja ein bisschen Cobblestone.
Eisen habe, könnte man ja jetzt eigentlich an jeder Wassersäule so halt das Eisen hinmachen. Den Trichter hinmachen. Oh noch nicht ganz bei der Sache hier. Sieht doch aber schon mal schön aus. So. Dann machen wir uns halt noch ein paar Blockbreaker. Dann können wir halt jeden Stein abgrasen. Das Problem wird nur sein, wenn ich das richtig. Ach du Scheiße. Wenn ich das richtig gesehen habe, könnten auch ein paar Cobblestones oben drauf spawnen. Nicht gerade so mein Anliegen, dass es das tut. Ja, da liegt's schon wieder. Hauptsache der größte Teil geht nach unten. So. Naja. Nicht so ultra berauschend, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich glaube, das werde ich auch mal versetzen. Dass es halt nicht mehr in diesem Bereich ist. Das nervt ein bisschen, wenn ich an den Maschinen arbeite, plötzlich hinter mir der Baum groß ist. Ach, jetzt habe ich Kupfer geschmolzen. Oh, verdammte Axt im Wald. Ist aber immer noch nicht sehr berauschend. Besser als das Kupfer, aber immer noch nicht sehr berauschend. Hier müsste ich auch endlich mal wieder was ausbauen. Klar, mit der Nahrung komme ich jetzt ein bisschen hin, aber. Das muss ich auch noch wegmachen. Definitiv. Und da haben wir einen. So. Oh, hier ist ein Tintenfisch gestorben. Guck mal, wie gut das funktioniert. Ist doch schön. Ich habe jetzt. Oh, sehr schön. Ich weiß noch nicht, was ich damit mache, aber sehr schön. So. Gut, da haben wir doch schon mal was wieder erreicht. Ich würde sagen, damit mache ich auch jetzt auch mal einen Cut. Lass noch mal kurz studieren hier. Zack, zack, zack. Hier, das brauche ich jetzt auch gerade nicht. Immer in der Nähe halten.
Und damit machen wir auch, wie gesagt, den Cut. Da habe ich doch viel erreicht. Ich habe jetzt auch meinen ersten Blockbreaker, der hier so hübsch die Steine in den Trichter da unten reinpfeffert. Theoretisch könnte ich jetzt hier noch einen Trichter hin machen, dass es halt nicht oben spawnt, aber da habe ich das Problem. Hier könnte man natürlich. Kein Problem. Hier setze ich einfach den Auto Breaker hin. Auto Breaker? War das so? Also den Autohammer. Ja, den kommt. Den Autohammer hin. Jo, Dia. Dia-Hammer. Leute, seid ihr denn blöd? Oh Gott. Ja. Ja. Gibt ja wieder mal zehntausende Rezepte. Oh, was ist das denn? Gebrochener Diamant. Sehr interessant. Iron Smash. Dropchance 1. Läuft. Dir. Naja. Dropchance. Einmal 3. Also da müsste ich auf jeden Fall ein bisschen Kies durchjagen. Aber ich glaube, dann würde ich auch erstmal ein Smash machen. Also ein String machen. Boah, boah. Mash. Und halt, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist und dann halt. Was gibt's hier? Ach, das ist Compress. Aber aus Compress wäre schon mal die Drop-Chance. Ach nee, warte mal, wir haben ja dann 9. Nee, das ist Quark. Nee, das machen wir nicht. Das ist Quark. Das ist sehr großer Quark. Nee, das machen wir nicht. Das ist auch dumm. Crusher. Aha. Ich könnte mir ja auch ein Dia-Hühnchen machen. Brauche ich nur ein Glashuhn und ein Goldhuhn. Dia-Hühnchen. Steinkohle kann man auch aus einer 1%, unter 1%iger Chance Kohle, Gold, Diamanten herkriegen. Haben wir es jetzt? Ja, so weit bin ich noch nicht. Also, Diamanten ist jetzt wohl das nächste, was ich farmen werde. Ich könnte natürlich auch. Ach, ich habe eine andere Idee. Aber das mache ich zum nächsten Mal. Also dann. Bye bye. Bis zum nächsten Mal.